Danke euch vielmals. Schön bist du da. Herzlich willkommen, auch daheim, die wir zuschauen. Heute mit dem Psalm 23, das Todestal. Das ist jetzt sicher nicht die leichteste Predigt, so, oder, die wir haben. Aber wenn wir über das Thema Vertrauen reden, und das ist im Moment dran. Ja, gerade. Muss da noch mal etwas geben. Danke, Joel. Wenn wir über das Thema Vertrauen reden, dann ist das per se nicht einfach, glaube ich, etwas leicht. Das haben wir jetzt schon ein bisschen gemerkt in diesen Psalmen. Weil Vertrauen zeigt sich eigentlich dann, wenn es eben schwierig wird, glaube ich. So ein bisschen, wenn alles geklärt ist und gut ist, ja, dann ist es einfach. Aber da, der Schritt, den ich machen muss, wo ich nicht weiss, wo dann mein Fuß landet, und ich nicht weiss, wenn ich diesen Schritt mache, hebt es und funktioniert denn das? Dort bekommt Vertrauen eine neue Dimension. Und ich glaube, so ein bisschen um das geht es auch in diesen Psalmen. Und heute gehen wir eben in Psalm 23 rein. Und genau, ist gut, super, danke Joel. Ich denke, den Psalm kennen wir ja so gut, alle zusammen, den könnten wir auch zusammen lesen. Ich habe eine Version von der neuen Genfer Übersetzung. Und genau, lesen wir doch die miteinander. Ich extra ein bisschen ungewohnter genommen, nicht, dass wir alles so ein bisschen ablehren, sondern dass man gleich noch ein bisschen bewusst dabei sein muss. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Genau, so viel. Ein wunderbarer Psalm, bestens bekannt. Über jeden Vers habe ich das Gefühl, könnte man da so viel rausholen über Gott. Aber heute eben ist der Fokus auf dem Vers 4. Ja, in diesen Tälern, wo hier die Rede ist, in diesen Todestälern, da bekommt Vertrauen eine ganz andere Dimension. Was ist denn so ein Todestal? Wie zeigt sich so ein Todestal in unserem Leben oder in meinem Leben? Und ich muss ehrlich sagen, auf einer Seite habe ich es mega schwierig gefunden, die Predigt zu schreiben, weil ich selber das Gefühl habe, ich noch nie so ein Todestal erlebt und ich das Gefühl habe, da bin ich jetzt wirklich in so einer Situation. Und manchmal eben, darf man eine Predigt über etwas machen, wo man selber nicht in der Tiefe erlebt hat. Das heisst nicht, dass man nichts dazu sagen kann, weil schlussendlich geben wir Gott das Wort weiter. Und ich habe mir versucht zu überlegen und nachher hören wir dann vielleicht noch persönliche Sachen von zwei Personen dazu. Ich habe mir überlegt, was ist denn so ein Todestal? Ich glaube, sicher ist der Moment, wo man wirklich merkt, jetzt stand ich vor einem Moment, wo es fertig sein könnte, wo mein Leben aussehen könnte. Und das gibt es im Leben, ja. Das haben verschiedenste Leute schon erlebt. Das merkt,
jetzt kommt vielleicht mein letztes Stündchen. Das habe ich dezent mal erlebt in meiner Jugend, wo ich fast abgestürzt wäre. Aber es war mehr im Nachhinein und gedacht habe, ja, ein Schritt später oder eine Sekunde später, ich wäre nicht mehr da. Und es hat mir einmal mehr gezeigt, so, ah, mein Leben liegt ja nicht in meinen Händen. Aber es ist nicht so, dass durch Leiden, das darauf hingehen oder der Tod vor Augen und wissen, es könnte jetzt fertig sein. Das Todestal kann auch ein Moment von der Verzweiflung sein. Von der Panik, wo man nicht mehr ein- und ausweist, wo man einfach, wo alles durcheinander ist, im Kopf, im Herz, in der Seele, keine Ruhe und keine Sicherheit mehr da ist. Ein Todessaal kann einfach auch eine schwere, dunkle Zeit sein im Leben. Eine Zeit, wo Freude einfach weggeschluckt wird, wo ausgelöscht wie weggeblasen ist. Es kann aber auch eine Zeit sein, wo meine Hoffnung und mein Lebensmut einfach verloren gegangen ist. Ich sehe weder ein noch aus, ich sehe weder vorne noch zurück, ich sehe weder den nächsten Schritt noch was dran ist. So ein Todessaal kann auch einfach eine totale Einsamkeit sein. Man steckt nicht mehr drin. Und in dem Innen ist kein Mensch einem näher. Man ist einfach allein. Auch wenn man vielleicht Leute um sich herum hat, gleich ist man mit diesem Thema oder mit diesem Problem oder mit dieser Herausforderung einsam und allein. Und dazu an, Gott ist nicht da. Oder wir wissen es. Gott ist nicht spürbar da. Man sieht ihn nicht, man hört ihn nicht, man fühlt ihn nicht. Man weiß nicht, ob er überhaupt noch in diesem Moment existiert. So ganz im Sinn von, mein Gott, warum hast du mich verloren? So ein Todessaal kann auch einfach eine Zeit sein, wo Gefühle verloren gegangen sind. Gefühle zu sich selber, Gefühle zum Nächsten, inexistent. Man vegetiert noch ein bisschen vor sich hin. Aber irgendwie lebt man nicht mehr wirklich. Es ist keine Lebendigkeit mehr da. Und ich habe gesagt, dass sie jetzt meine Gedanken, alle hier innen, die vielleicht so etwas schon erlebt haben, und vielleicht darf ich fragen, wer von euch hat schon mal so ein Todestal erlebt? Seid mutig, ja. Danke vielmals. Ihr seht, ihr seid nicht allein. Ganz viele haben das schon miterlebt. Und ich denke, du würdest dem nochmal ganz eigene Worte geben. Ganz einen eigenen Beschreib, was für dich so ein Todestal bedeutet. Oder wie du das erlebt hast. Und ich glaube, es ist etwas, was zu unserem Leben gehört. Die einen haben es stärker, andere vielleicht weniger stark. Und gleich, es ist eine Tatsache, es gehört dazu, wir haben es gehört, vom Roosevelt ist es, oder? Nein? Lincoln, ja, danke. Beides Präsidenten. Ja. Vom Lincoln, wenn man sieht, was er erlebt hat und so viele andere grosse Leute, die vielleicht Lieder geschrieben haben, Gedichte geschrieben haben, was auch immer, was sie für Leute, was sie für Leid haben müssen erleben und trotzdem der Glaube nicht verloren gegangen ist, das ist immer wieder faszinierend. Oder vielleicht gerade wegen dem der Glaube eine ganz andere Tiefe und Kraft im Leben hat bekommen. Viele Menschen kennen das, du bist also nicht allein in diesem Gefühl, in diesem Erleben vom Todestal. Und sogar Gott selber hat ja das erlebt. Gott selber, sein Sohn, ist durchs Todestal gegangen. Hat Blut geschwitzt und hat das erlebt. Sogar die Gottverlassenheit hat er erlebt. Und ich glaube, das ist mal als erstes ganz wichtig zu wissen für uns selber, dass wenn wir das erleben, wir sind nicht die Einzigen, die das erleben. Es gibt viele andere, die das auch erlebt haben oder auch gerade jetzt am Erleben sind. Und jetzt würde ich gerne die zwei Personen führen bitten, die das auch bereit sind, doch Einblick zu geben in ihr Tal, das sie erlebt haben. Céline und Sabine, kommt ihr führen. Und ich habe sie gefragt im Vorfeld, ob sie bereit sind. Und es war lange so ein bisschen auch ein Kampf gewesen, über das zu reden, weil ja, es ist ja nicht das, was einfach fällt, wo man
gerne davon erzählt. Und es ist vielleicht auch nicht das, was man jetzt gerade das Gefühl hat, ja, es ist alles vorbei und es ist alles wieder super und ich habe eine Lösung. Die erste Frage für mich ist so ein bisschen, wir haben beide so eine Zeit, eine schwere, oder wir können sagen, ein Tal vom Tod oder Todestal oder schwere Zeit erlebt. Wie hat sich das so ein bisschen gezeigt oder wollt ihr uns kurz Anteil geben daran? Meryl, da willst du anfangen. Guten Morgen. Ich habe vor ziemlich genau 2 Jahren über Mittag eine Panikattacke aus dem Nichts, wo ich wahnsinniges Herzklopfen hatte, etwa wie jetzt. Aber ich hatte noch das Gefühl, ich bekomme keine Luft und es ist mir immer wieder so schwarz geworden vor Augen. Und ich war sehr überzeugt, ich stirbe jetzt. Ich habe meiner Mutter angerufen, mich verabschiedet. Ja. Und das war sehr schwierig. Und seitdem habe ich immer wieder zu kämpfen mit Angstzuständen. Tod ist überhaupt nicht mein Lieblingsthema. Auf die Predigt habe ich mich auch nicht so gefreut. Ja, und auch mit depressiven Phasen. Und da stecke ich jetzt drin seit 2 Jahren. Und das ist so mein Todestal. Meins ist also ein bisschen kürzer. Auch guten Morgen. ich habe vor 2 Monaten ungefähr, bald 3, eine Diagnose bekommen, die mein Leben rechts unter absickiert hat. Und bin jetzt eigentlich bis vor ein paar Wochen, ich weiß nicht mehr, Zeitgefühl ist im Moment sehr durcheinander. Bis vor ein paar Wochen mit diesen ganzen Abklärungen drin gesteckt, wo ich einfach nie gewusst habe, wo es genau hinführt. Und also Stand jetzt ist, ich kann jetzt eine gute Behandlung anfangen nächste Woche, wo ich gute Chancen habe, dass dann das Thema dann hoffentlich in einem Jahr oder so gegessen ist. Ich habe überhaupt keine Garantie, ich bin immer noch drin, aber das Todestal, das du jetzt angesprochen hast, das ja, ist eigentlich vor allem, also in diesen ganzen 2 Monaten, aber sehr stark komprimiert innerhalb von 10 Tagen etwa gewesen, vom einen Moment, also vom einen Gespräch mit dem Arzt, wo ich ja, gewusst habe, okay, jetzt geht es ernst, ich muss eine Behandlung machen, bis aber dann, also habe ich 10 Tage müssen warten, weil nochmal eine Abklärung angestanden ist, wo ich dann wirklich, wo es darum gegangen ist, okay, und wie schlimm ist es wirklich? Und die 10 Tage, das ist wirklich, also das Schlimmste, was ich erlebt habe. Einfach die, weil ich total in eine Angst reingefallen bin und weder, also der Satz, fürchte mich vor keinem Unglück, den habe ich überhaupt nicht unterschreiben können. Denn du, Herr, bist bei mir, habe ich meistens nicht das Gefühl gehabt und den Trost habe ich auch nicht wahnsinnig gehabt. Also ich habe weder Vertrauen noch Hoffnung noch Optimismus. Das ist mir einfach wirklich für 10 Tage mehr oder weniger völlig abhanden gekommen. Und das habe ich noch nie erlebt. Ich bin sonst, ich kenne mich als optimistische Person. Ja, aber dort bin ich wirklich im dunklen, dunklen Loch gewesen. Mhm. Genau. Bis dann die Erlösung gekommen ist, dass es, ja, das muss man vielleicht noch sagen, eben, dass es nicht ganz so schlimm ist, aber ja. Danke, ich könnte es mich behalten. Ja, ja. Die zweite Frage, so in diesem Tal, in jetzt eben, du hast es schon erwähnt, hat es Momente gegeben oder Situationen, wo dir gleich irgendwie noch ein bisschen Gott erlebt hast oder er sichtbar geworden ist oder vielleicht ein Schimmer von ihm, man noch jemand noch gesehen hat? Die hat es gegeben. Ich habe mir, glaube das einfach vorher ein bisschen anders vorgestellt gehabt, dass ich dann ja, also ich glaube ja an einen guten Gott, der mich dann unterstützt und der mir dann Hoffnung gibt und eben den Vers, oder? Und viele andere Verse, die in der Bibel stehen. Und der Schalter ist wie nie gekippt, oder? Ich bin einfach in dem drinnen gehockt und ich habe Momente erlebt, die sind einfach, die sind gewesen, meistens relativ kurz. Also vor diesen 10 Tagen hatte ich es noch eher mal gehabt, dass ich so in eine tiefe Ruhe reingekommen bin. Aber in diesen 10 Tagen sind es wirklich so einzelne Momente gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, und da ist Gott jetzt, da hat Gott mich gesehen. Er hat mir jemanden geschickt, wo ich auch gewusst habe, Leute haben konkret für etwas gebetet und Gott hat das gehört und hat mir auch jetzt, also ich glaube, so das Stärkste war, ich habe 1 Stunde vor der einen Untersuchung, die ich hatte, habe ich 1 Stunde lang einfach allein ruhig im Dunkeln in einem Zimmer liegen und ich durfte nicht Musik hören, ich durfte nicht lesen und ich durfte gar nichts. Und das war mein absoluter Horror, dass ich das muss, weil ich wusste, ich bin 1 Stunde allein mit meinen Gedanken vor dem Untersuch und ich habe nicht gewusst, wie ich das schaffen soll. Und das ist die ruhigste, schönste und
friedlichste Stunde gewesen in diesen 10 Tagen, die ich erleben durfte. Ich bin allein im Zimmer gelegen und ich einfach gewusst, Gott ist da und ich bin einfach, es ist mir einfach gut gegangen. Und das war so ein Wunder gewesen für mich, wo ich wirklich Gott, gewusst habe, Gott hat geschaut. Und so einen Moment hat es gegeben, aber sie waren vereinzelt gewesen. Ja. Danke. Ja, bei mir hat es beides gegeben. Ich hatte lange Phasen, in denen ich gar nichts gehört, gespürt, gemerkt habe von Gott. Aber sehr viel Bibel gelesen, auch die Stelle im Matthäus-Evangelium, wo es gelangt hat, wenn Leute einfach das Gewand von Jesus berührt haben und dann sind sie geheilt gewesen. Und für mich, in den dunkleren Phasen, ist es für mich auch ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt, mach dich doch lustig. Also wenn es nur das braucht, dann gib mir doch dein Hemd, gib mir irgendetwas zum Anlängen, wenn es einfach so geht, dass Leute geheilt werden. Und das ist mega schwierig zum Aushalten. Und auch den Glauben daran nicht zu verlieren. Und dann habe ich auch gemerkt, ich kann nicht auf meine Emotionen gehen, wenn ich ihn jetzt nicht spüre, das ist jetzt dann meine Gewissheit, okay, er ist nicht da. Ich habe mich müssen zwingen, zum dran zu bleiben und zum glauben, mal, er ist trotzdem da und mir das auch selber sagen, auch wenn ich es nicht spüre, auch wenn ich es nicht sehe. Und das ist ein bewusster Entscheid, den ich fast jeden Tag haben müssen fällen. Und Gott sei Dank hat es gleich immer wieder einen Moment gegeben, wo er reingebrochen ist, vor allem in der Musik. Und das war wunderschön gewesen, wo ich einfach mit all meinem Zeug konnte von daher kommen, dass ich Noten und Melodien und Text umwandle. Und das ist wunderschön. Und ich bin am Dienstag bin ich im Krankengebet vom Vorstand. Und das war Wahnsinn, wie mir der Herr dort begegnet ist. Ich glaube, noch nie so krass in meinem Leben, wie er einfach reingekommen ist. Ich kann es allen einfach nur empfehlen. Und auch das Reden darüber, es hilft. Weil man fühlt sich so allein und das versteht ja eh niemand. Und es braucht mega viel mit anderen Menschen darüber reden. Aber ich habe auch gemerkt, je mehr ich angefangen mit Leuten reden, desto mehr Leichtigkeit ist gekommen. Und desto mehr haben sich auch andere Leute geöffnet und gesagt, hey, ich habe genau das Gleiche wie du. Und ich habe gedacht, ich bin ja die Einzige auf der Welt. Und das hat mega geholfen und auch regelmässig selber beten, aber auch für sich beten lassen und so ein Umfeld haben wie dort Mino, das ist für mich ein mega Segen. Danke. Ja. Eine letzte Frage, nochmal im Blick auf das Tal. Hättet ihr euch gewünscht vielleicht da drinnen? Oder gibt es etwas, was ihr euch gewünscht hättet, das passiert ist? Oder wie hat man vielleicht sollen reagieren von außen auf das? Oder gibt es etwas, was ihr dazu könntet sagen, wo vielleicht etwas gesehen ist, was man sich gewünscht hat, aber nicht passiert ist? Auch von Leuten ringsum? Oder? Ja, aber ich glaube, auf das reagieren kann das Umfeld nur, wenn man das Umfeld teilhaben lässt. Und das braucht schon Überwindung, aber es ist mega heilsam. Und natürlich wünscht man sich, wenn man ein Gebetsanliegen hat, dass der Herr kommt und sagt, okay, und jetzt ist gut. Aber Andrea hat das in ihrer letzten Predigt auch gesagt, das Warten hat, es muss irgendetwas dran haben. Und wenn man so in der Dunkelheit ist, dann hat es für mich jetzt nur noch eine Richtung gegeben, und zwar zum Herr und vor seinem Thron. Und da hat mir einfach noch mal einen anderen Blick gegeben auf mein Leben. Und die ganze Worte, auch von den Sachen, die in der Bibel stehen, von dem, was ich immer schon gewusst habe, ist schon ein rechtes Stück einfach ins Herz runtergefallen und das muss jetzt einfach dort bleiben. Aber von dem her gewünscht so eigentlich nicht. Ich habe eine mega coole Kleingruppe, die sehr fest für mich da ist und betet. Und das habe ich gewusst und auch meine Familie, die fest für mich da ist. Eben, das Umfeld, das ist mega wichtig. Es sind vielleicht zwei Aspekte. Das eine ist, was habe ich von mir erwartet und nicht erlebt. Ich habe von mir erwartet oder vielleicht von Gott, aber eigentlich auch von mir, dass ich dann das Vertrauen bekomme und ich glaube ja und ich glaube an einen guten Gott. Und ich habe das einfach von mir nicht erlebt. Ich bin nicht aus dieser Angst rausgekommen und ich habe vielleicht gehofft, dass Gott mich dann von dieser Angst erlöst. Also ich habe die ja immer noch, ich bin noch nicht aus. Aber und irgendwann hat mir mal jemand gesagt, hey, schau, Angst ist eine menschliche Emotion und du darfst durch die durch und du darfst sie erleben und du darfst sie ausleben. Hey, und es ist mir das erste Mal so bewusst worden, wie Jesus, bevor er ans Kreuz ist, was er für Angst, ich habe das schon immer gewusst, aber dort ist mir das erste Mal bewusst worden, er ist durch die durch und Gott hat sie ihm nicht weggenommen. Und er hat sie, ich habe kein Blut geschwitzt, Gott sei Dank, er hat sogar noch Blut geschwitzt. Also, das hat mir so
geholfen zu sehen, er hat die auch durchlebt. Und es ist normal und okay, dass ich die jetzt auch durchlebe. Und er nimmt sie auch nicht einfach immer weg. Also zuerst mal das müssen akzeptieren und zweitens auch akzeptieren, dass ich vielleicht jetzt nicht muss können glauben, dass ich nicht muss können Vertrauen haben und dass ich nicht muss optimistisch sein, dass ich mir jetzt einfach darf, das hat für mich sehr viel Überwindung gekostet, weil ich kenne mich so nicht und das einfach können los und sagen okay und ich bin jetzt in dem und alle anderen um mich herum haben es dafür für mich gemacht. Für mich war ganz stark das Bild von Anfang an, dass ich der Gelähmte bin, der durchs Dach runtergelassen wird von seinen Freunden. Und jemand anderes hat interessanterweise das Bild auch für mich gehabt später. Und ich habe das so stark erlebt. Darum kann ich nur sagen, ich habe von meinem Umfeld her immer noch so viel, und auch von der Gemeinde, Freunde, Familie, so viel Unterstützung erlebt, nicht nur eben praktisch, sondern dass sie für mich glauben, wenn ich es nicht kann. Und dass es okay ist, wenn ich es nicht kann. Und dass mir das auch nicht immer münd. Und ich habe eine Freundin, eine gute Freundin, die hat mir über 2 Monate lang jeden Abend eine Sprachnachricht geschickt, wo sie für mich gebetet hat. Jeden Abend. Und sie macht es teilweise immer noch. Und das ist für mich auch so ein Halt. Ich wusste, am Abend kommt das Gebet und ich darf das hören. Und ich muss es nicht beten, sie betet es für mich. Oder Moment, wo ich so verzweifelt war, dass ich nur noch zu meinem Mann gehen konnte und sagen, und jetzt musst du für mich beten, weil ich es nicht. Ich bin so in dem Innen gehockt. Oder jemandem angerufen, der nachher für mich gebetet hat, weil ich wirklich sehr wenig selber beten konnte. Und das fällt mir teilweise immer noch schwer. Und das akzeptieren, dass das okay ist. Und ich habe mich sehr unter Druck setzen lassen. Oder mich selber unter Druck gesetzt. Vielleicht auch einen höheren Anspruch an mich. Was ich jetzt alles muss, weil es steht in den Psalmen und Glauben und Vertrauen und so. Aber dass es eben auch eine andere Seite von dem gibt. Und ja, ich finde das noch cool, was du sagst, an dem Punkt bin ich noch nicht gerade. Oder nicht immer, dass man sich einfach auch muss reinhämmern jeden Tag oder sich zwingen dazu. Und ja, den Schritt schaffe ich dann irgendwann auch noch. Genau, aber dass in Phasen auch okay ist, wenn man es einfach nicht kann. Und ich glaube, für da ist, ja, ist es so wichtig, dass man ein Umfeld hat und wenn man es nicht hat, dass man sich halt, dass man einfach offen ist und auf die Leute zugeht und sich halt, für das sind wir ja in einer Gemeinde und wir haben einen Vorstand, der kommt und betet. Ja, und da möchte ich wirklich ermutigen, dass wenn man das Gefühl hat, man ist allein und man hat ja niemanden, mal, es gibt immer Leute, aber ja, man muss den Schritt machen und fragen oder reden, das ist eigentlich das Einzige, was man machen muss und nachher wird vor einem geschaut. Also da habe ich fest so erlebt und ich glaube, ja, das ist auch die Aufgabe von einer Gemeinde, das füreinander zu machen. Danke vielmals. Ich tue noch beten für euch. Jesus, ich möchte dir danken für Sabine, für Celine. Danke, dass sie sich verletzlich gemacht haben und auch geteilt haben, von was sie beschäftigt hat oder wo sie noch drinnen sind jetzt noch. Und wir wollen als Gemeinde gerade hinter ihnen stehen im Gebet. Wir wollen sie segnen in deinem Namen. Wir bitten, dass du dich verherrlichst an ihrem Leben, an ihrem Tal, wo sie drin sind oder am Rausgehen sind, je nachdem. Komm du mit ihrer Kraft und Macht, mit ihrer Freude, mit ihrer Liebe und gieß immer wieder aus deine, ja, dein Vertrauen in ihre Herzen. Wir danken dir vielmals. Wir bitten auch um Schutz für sie, dass du einfach deine segnende Hand über sie hast. Vielen, vielen Dank. Amen. Ich danke vielmals euch für den Einblick. Ja, das Tal. Ja, es ist nicht einfach, so Einblick zu geben, vor allem, wenn man vielleicht nicht zurückschauen kann und sagen, jetzt ist alles Paletti schon und es ist einfacher, dann zu erzählen. Danke euch vielmals. Ich bitte euch, nehmt das mit in euch ein Gebet auch, steht für sie ein. Vielen Dank. Ich möchte jetzt auf ein paar Aspekte von diesem Todestal eingehen. Eigentlich haben wir hier einen falschen Titel gewählt für die Predigt. Thema Todestal. Es geht zwar um ein Tal, es geht um ein finsteres, dunkles Tal, aber wörtlich steht dort, dass es das Tal der Todesschatten ist. Es ist nicht das Todestal, sondern das Tal der Todesschatten. Also wir wissen eigentlich, dass dort in diesem Tal nicht der Tod an sich gegenwärtig ist.
Und wir wissen auch, dass dort, wo es Schatten gibt, muss es Licht haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für unser Herz, für unsere Seele, gerade wenn man in so einem Tal drin ist, dass man sich das hineinschreibt oder die Wahrheit verinnerlicht. Es ist nur ein Schatten. Und das muss man sich vielleicht so vorstellen, du läufst auf einer Strassenseite und auf der anderen Strassenseite ist der Tod. Und jetzt ist ein Licht hinter dem Tod, ein helles, wir könnten sagen, ein Licht vom Himmel, das auf den Tod leuchtet, scheint. Und das wirft jetzt den Todesschatten auf deine Strassenseite über, wo du stehst. Und ja, es wird dunkel. Und ja, es wird finster. Aber wir dürfen wissen, hinter dem Tod ist Licht. Uns erwartet das Licht. Eine Hoffnung auf eine Ewigkeit. Auf eine Gemeinschaft, auf eine ewige Gemeinschaft mit Gott. Und das Leben, auch das Leben an sich hier, ist noch nicht alles. Uns erwartet noch etwas viel Größeres und Grandioses nach unserem Leben. Oder besser gesagt, unser Leben geht einfach weiter. Und der Tod ist vielleicht wie ein kurzer Stopp, aber es geht weiter. Und wir dürfen auch wissen, dass wir von diesem Schatten an sich nicht müssen Angst haben. Der Schatten von einem Wolf, der kann dich nicht beißen. Der Schatten von einem Schwert kann dich nicht verletzen. Es ist nur ein Schatten. Der Schatten vom Tod ist nicht dein Ende. Wir haben eine Hoffnung und wir wollen darauf vertrauen, dass auch nach dem Tod unser Leben in einem neuen Glanz weitergehen darf. In einer neuen Kraft wird es strahlen. In Korinther steht, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Also auch dann, wenn wir den letzten Atemzug machen, der Tod ist besiegt. Jesus hat ihn überwunden. Das ist nicht unser Ende, das ist nicht unser wirkliches Ende. Und als sein Kind gilt für dich und mich, nach dem Tod geht es weiter. Durchs Tal gehen. Das Tal ist ein Ort vom Tod. Es ist dunkel. Es ist finster. Und wir sollen durch das Tal gehen. Es ist ein Weg, wo wir Angst haben, das haben wir gehört, wo man vielleicht verzweifelt ist. Und ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, in dem Moment dieser Angst, diesem Zweifel, auch den Raum zu geben, den er braucht. Und nicht einfach zu schnell darüber hinweggehen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns Zeit lassen in diesem Tal. Es heisst, wir wandern durch das Tal. Das heisst nicht, wir springen, wir säckeln. Wir machen eine Sprintertür, dass wir so schnell wie möglich wieder raus sind. Wir gehen die Tür. Und das ist natürlich nichts Schönes, das ist nicht das, was wir wollen an sich. Aber es steht nicht zufällig da, dass wir durch das Tal gehen sollen und nicht springen. Ich glaube, es gehört zum Leben, dass wir schwierige Zeiten durchleben. Aber ich glaube auch, dass wir den Weg nicht einfach abkürzen können. Zumindest ist es nicht an uns. Und der Hirte, er führt durch das Tal. Er ist dabei. Er ist an deiner Seite. Er nimmt es nicht einfach weg. Und das Problem ist gelöst, sondern er kommt mit seinen Schafen und weiss, jetzt müssen wir durch das Tal, dass wir auch nicht durchkommen. Es gibt nicht einen anderen Weg, aber wir gehen da miteinander, Schritt für Schritt. Und ich lasse dich ganz sicher nicht allein in diesem Tal. Das ist unser Hirte. Und ich glaube, das dürfen wir auch für uns nehmen. Im Bewusstsein, ja, er verpflanzt uns nicht einfach augenblicklich aus unseren Nöten, aus unseren Herausforderungen raus, aber er ist mit drin dabei. Und er ist an deiner Seite. Und das Vertrauen, wenn du vielleicht manchmal nicht hast, eben ist gut, wenn man Leute hat um sich herum, die das haben. Und sonst darfst du das auch immer wieder sagen. Er ist da. Und er führt mich durch das Tal. Denn du bist bei mir. So ein Tal, so ein Todestal, das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Das ist vielleicht hoffnungslos.
Und man ist einsam, trostlos. Aber der David redet eigentlich genau in diese auswegslose Situation hinein und redet die Worte Gottes dort hinein. Gott ist da. Auch mitten in diesem Tal, er ist da. Und das hat nichts damit zu tun, ob du das spürst oder nicht. Er ist da. Er ist bei dir. Das ist das Wort. Er ist bei dir. Das hebräische Wort für bei mir heisst Imadi. Und Imadi sind die ersten Silben von Immanuel. Und Immanuel bedeutet Gott ist mit uns. Das ist der Name von Jesus. Immanuel, Gott ist mit uns. Jesus selber bringt die Gegenwart Gottes zu uns. Und wenn wir Johannes 10 vor Augen haben, vielleicht so, ich bin der gute Hirte, dann dürfen wir das auch im Licht vom Psalm 23 sehen und wissen, hinten dran, der Hirte ist Jesus. Er ist da, sein Stecken und Stab tröstet. Er ist mit dir da. Er ist bei dir. Und er lässt dich nicht im Stich. Und auch wenn es halt dunkel wird und wenn die Herde der Hirt nicht sieht im Moment, nicht wahrnimmt, er ist da. Mit seinem Stecken und Stab. Der Stecken und Stab. Der Stecken kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Waffe. Um irgendjemanden, der hier in die Quere kommt, zu beseitigen. Eine Keule oder ein Schlagstock. Mit diesem Stecken vertreibt der Hirte seine Feinde. Der Schaf etwas haben will, die bekommen sein Stecken zu spüren. Und zwar deftig. Und der Stecken, der steht für Schutz und Sicherheit. Und auch dafür, dass er für dich kämpft. Bei ihm bist du sicher, auch in der grössten Verzweiflung. Und der Hirtenstab, das ist der Stab mit dem schönen Bogen, der ist viel mehr dazu da, um sich um die Herde und die Schafe zu kümmern. Mit diesem Hirtenstab kann er mal ein Schöfli nehmen, zu sich anziehen und sagen, komm, jetzt gehen wir zusammen ein bisschen weiter. Du musst jetzt nicht ohne mich irgendwo rumsäckeln. Er kann es auch nicht mehr holen, wenn es sich verirrt hat oder verstolpert hat. Mit diesem Stab führt er seine Schafe durch das dunkle Tal durch. Es ist der Stab vom Trost, von der Begleitung, von der Fürsorge. In Matthäus 28 sagt Jesus, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Der Stab ist nicht nur der Fürsorgestab, sondern der Stab ist ein Zepter vom König. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und das zeigt er auch. Mal mehr vielleicht, mal weniger. Aber er ist da. Du bist bei mir. Der Hirte ist da mit all seiner Macht und er lässt dich dort nicht im Stich. Und er ist recht nicht im dunklen Tal. Es stimmt, dass man den Hirte nicht sieht im dunklen Tal. Aber vielleicht hörst du seinen Stock. Weil wenn man läuft, der Hirte, oder? Schlägt er seinen Stock am Boden, man hört ihn vielleicht. Man hört vielleicht irgendwo den Schlag von seinem Stock, vom Laufen. So wie Celine vielleicht gesagt hat, ja, da und dort. Oder Sabine auch. Ist etwas aufgekommen? Hat jemand geglaubt für mich? Oder ist seine Gegenwart gleich spürbar gewesen? Und das sind so vielleicht wie die Schläge von seinem Stock, wenn er läuft, dass man hört, ja, er ist schon da. Auch wenn ich ihn nicht höre. Gerade, oder wenn ich ihn nicht sehe und vor allem, wenn ich ihn nicht spüre. Du darfst wissen, der Hirte ist da in deinem tiefsten Tal. Und er ist sogar bereit, sein Leben zu geben für dich. Er gibt alles. Wir wollen jetzt nochmal, jetzt haben wir so einen engen Blick auf den vierten Vers geworfen. Und zum Schluss möchte ich mal den Blick noch mal auftun auf einen ganzen Psalm, weil ich finde, es passiert etwas ganz Spannendes in diesem vierten Vers von diesem Psalm. Am Anfang redet David von ich und er. Also ich und Gott. Ich habe es jetzt extra ein bisschen, man muss es nicht lesen können, man kann es ein bisschen wahrnehmen.
Und nachher hier im 4. Psalm wechselt er vom Ich und Du. Er geht zum Du über. Also von Aussagen über Gott wechselt er in ein Gespräch mit Gott. Plötzlich wird es ganz persönlich. Wir reden nicht einfach mehr über Gott, sondern zu ihm. Zmit in einem Todesschattental gibt es einen Wechsel der Perspektive. Denn du bist bei mir. Denn du bist bei mir. Sagen wir das mal alle zusammen. Denn du bist bei mir. Er ist bei dir. Da wird es ganz persönlich und nahe. Und da passiert eigentlich eine Kehrtwende in diesem Psalm. Zuerst hat David eben über Gott geredet. Und jetzt in der Not redet er mit Gott. Er redet nicht mehr einfach über ihn, wie er ist, sondern mit ihm. Reden über Gott, das ist Theologie. Reden mit Gott, das ist Leben, lebendiger Glaube. Gelebte Spiritualität. Und ich sage nicht, dass Reden über Gott falsch ist. Aber wir müssen zum Leben. Wir müssen zum Leben kommen, zum lebendigen Glauben. Und der gute Hirte verbindet beides da drin. Das staunende Nachdenken über Gott, wer er ist, was er tut. Und das dürfen wir und ist wichtig. Das Reflektieren über die Welt von Gott, über seine Herrlichkeit, aber dann auch der lebendige Glaube, der kraftvoll ist und persönlich ist, der vertrauensvoll ist, der unser Vertrauen auch stärkt, der direkt zu ihm geht, ohne irgendwelche Umschweife, ihn den Herd anspricht. Das Wort ist, dass wir dort drinnen Gott lernen kennen. Das ist das Wort. Er ist bei dir. Es ist eine Lüge, dass unsere Probleme grösser sind, als dass wir sie tragen können. Es ist eine Lüge, dass du in so einem Tal gefangen bist und nicht mehr rauskommst. Es ist eine Lüge, dass du allein bist in so einem Tal. Dass du die einzige Person bist mit so einer Last. Es ist eine Lüge, dass Gott dich vergessen hat. Wir empfinden vielleicht so, aber es ist nicht das Wort. Das Wort ist, du kämpfst mit Herausforderungen, die andere auch haben. Das Wort ist, Gott hat dich nicht vergessen. Er ist treu mit dir im Tal. Das Wort ist, er mutet dir nicht mehr zu, als du kannst tragen. Das Wort ist, er wird dort einen Weg machen, wo wir das Gefühl haben, es gibt keinen Ausweg mehr. Und ich habe zwei Vorschläge. Und es gibt natürlich noch viel mehr. Und wir haben die schon gehört eigentlich in den Zeugnissen, wie wir eigentlich mit in dieser Not können aktiv werden. Und ich habe es so spannend gefunden, dass das eigentlich auch bei Ihnen gerade so gekommen ist. Das haben wir nicht abgesprochen. Jetzt muss ich da nochmal zurück. Das eine ist, Worte laut aussprechen. Sich selber sagen. Ich habe schon in herausfordernden Zeiten mal den Hebräerbrief laut gelesen. Also das müsst ihr wirklich mal machen. Der ist so glaubensstark, finde ich. Und wenn du das laut liest, vielleicht schauen die Leute komisch aus, wenn du im Wald läufst und die Bibel laut liest, aber es ist nicht so tragisch. Du kannst ja auch daheim machen, aber es ist auch schön aus. Wenn du das laut liest, es bekommt eine andere, ich finde, einen anderen Kalt. Plötzlich redest du zu dir selber und zu deiner Seele und zu deinem Herz. Es bekommt eine andere Kraft, habe ich den Eindruck. Es wird viel stärker. Also wenn du eine Lüge auf den Leim gehst, und ich glaube, das gehen wir immer wieder einmal, alle zusammen, dann versuch die Worte Gottes auszusprechen. Laut. Lies die Bibel. Laut. Und ich glaube, sie kann dir so zu einer neuen Kraft werden. Und dein Vertrauen stärken da drin, weil du dir etwas zusagst. Manchmal müssen wir unserer Seele auch sagen, was sie soll glauben. Und dass sie nicht einfach von irgendjemandem gesteuert wird, nicht von einem Gefühl, nicht von dieser Welt da aussen, sondern von Gott. Und das muss sie hören. Und von das müssen wir es aussprechen. Manchmal müssen wir unserem Tal sagen, was für einen grossen Gott wir haben. Manchmal müssen wir vielleicht unserem Berg sagen, was für einen grossen Gott wir haben, dass nicht das Tal und der Berg so viel Macht über uns haben. Das eine ist also wortlaut aussprechen und das andere ist involviert, deine Freunde. Im Psalm ist ja von einer Herde gedreht. Es ist nicht einfach ein Schöfchen, das dort durch das Tal geht mit dem Hirt.
Es ist eine Herde. Und vielleicht spürst du Gott nicht. Vielleicht siehst du keinen Ausweg und vielleicht hast du keinen Glauben mehr. Vielleicht ist dein Glaube verloren gegangen. Das gibt es. Und so Täler können uns die letzte Kraft und die letzte Energie rauben. Das gibt es. Involvier deine Freunde. Involvier Leute, die für dich beten. Sei nicht allein. Isolier dich nicht in dem Innen. Weil so wird es nur noch grösser und noch mächtiger. Und du wirst noch ohnmächtiger. Wenn du nicht mehr kannst glauben, gibt es Freunde, die für dich glauben können. Und das haben wir gehört. Wenn du nicht mehr kannst beten, dann gibt es andere, die für dich einstehen können. Sogar der Heilige Geist sagt, wenn wir nicht mehr beten können, steht er bei Gott für uns ein. Und das können wir als Kirche, als Gemeinschaft, als Freunde, als Kleingruppe, als was auch immer, als Familie auch machen. Wir können füreinander einstehen. Und ich glaube, wie wir gehört haben, das ist ein tiefer Inhalt, einfach, wieso dass wir uns treffen und zusammen kommen wollen, als Kirche. Und wir haben das wirklich gerade in letzter Zeit öfters erlebt, auch sei es in der GL, auch sonst. Was passiert, wenn wir zusammen beten? Und das fasziniert mich extrem. Und ich habe gesehen, hey, Gott wirkt, Gott macht, er handelt. Was haben wir für einen grossen Gott? Ja, wir kommen zum Schluss. Am Schluss von diesem Psalm ist der Hirte hier mit dem gedeckten Tisch. Er wartet auf dich. Der Hirte wird zum Wirt. Er nimmt dich als sein persönlicher Gast auf. Er selbst salbt dein Haupt mit Öl, überschüttet dich mit Segen. Er wartet darauf, mit dir an den Tisch zu hocken. Und seine Güte und Gnade begleitet dich bis am Ende von deinem Leben. Das ist der Hirte, der auf dich wartet. Er kommt mit dir rüber und nachher ist schon der deckte Tisch bereit. Irgendwann werden wir alle in die grosse Freude und in das hineinkommen, wo es eben kein Leid und Schmerzen mehr gibt. Bei unserem guten Hirten heim. Wir wollen jetzt unsere Zeit nehmen, wo wir ihm antworten mit Liedern, ihn anbeten, begegnen. Die Karin und der Joni sind hinten für Gebet. Wenn du vielleicht gerade in so einem Tal bist, sei mutig, gang doch für dich beten lassen. Lass dich segnen dort drin. Ich tue noch beten. Ich könnte schon vorkommen. Danke, Jesus. Bist du der gute Hirte, der mit uns durch das Tal durchkommt? Ja, wir wissen nicht, wieso Menschen manchmal so Täler müssen erleben. Und in einem Ausmaß, das aus unserer Sicht ja, unmenschlich ist, nicht verständlich ist, unbegreiflich ist. Und doch ist es da. Aber wir wissen eins, du bist auch da. Du bist bei uns, in jedem Moment. Und dafür wollen wir dir jetzt auch alle Ehre geben. Eigentlich im Singen, im Anbeten zu dir. Merci vielmals. Amen.